Zeitung. Eine Frage an Herrn Seibert, angelehnt an die Schülerreise der Bundeskanzlerin. Ich habe eine Frage nicht zu dem Stand der Ermittlungen, sondern eine allgemeine Frage. Die Frage einer Fristverlängerung. Generell wäre es an Großbritannien, an der britischen Regierung, eine Fristverlängerung bei der EU zu beantragen. Das ist in der Vergangenheit ja zweimal passiert. Und wenn es noch mal passierte, dann würde sich die EU damit befassen. Wenn es dann tatsächlich zu Wahlen kommt? Diese Aussage der Kanzlerin, wenn der Wille auf beiden Seiten besteht, dann kann man daran arbeiten, die besteht. Auch heute am 4. September noch. Aber es ist auch klar, dass es dann darum geht, dass Großbritannien in Brüssel konkrete und realistische Vorschläge auf den Tisch legt und mit der Europäischen Kommission als Verhandlungsführerin der EU dann darüber spricht. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir, seit wir Mitglieder sind, dieser Open Government Partnership dabei auch erheblich